Moin moin ihr Lieben, heute gibt es wieder ein besonderes Video, denn wir haben Jubiläum, unser Buchclub All You Can Read. Wir lesen ja regelmäßig Bücher zusammen und haben uns mittlerweile gefunden und tauschen uns täglich aus, nicht nur über Bücher, sondern über alles Alltägliche und Nicht-Alltägliche. Und das wollen wir heute nochmal feiern, denn wir wollen euch jeweils unsere Top 5 aus unserem Bücherbestand zeigen, die wir alle gemeinsam miteinander gelesen haben. Manchmal war der eine oder andere nicht dabei und ich denke mal, es werden hier auch ganz unterschiedlichste Bücher vorgestellt werden, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das ein oder andere Buch öfter in die Kamera gehalten wird als andere. Bei einem bin ich mir ziemlich sicher, dass es fast bei allen auftauchen wird. Wir werden mal sehen. Ich kenne die Top 5 der anderen Mädels auch noch nicht. Ich zähle sie noch mal einmal auf. Es ist die liebe Ruth von Zwischen 1000 Zeilen, die liebe Sarah Sophie vom Kanal Sarah Sophie, die liebe Kali vom Kanal Kalis Books, die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland und die liebe Claudia von Beauty Butterflies, beziehungsweise jetzt heißt sie, glaube ich, Books Butterflies. Die hat sich umbenannt. Alle Kanäle und alle Videos der anderen sind in der Infobox verlinkt, sodass ihr direkt rüberspringen könnt, wenn ihr mein Video ja beendet habt, wenn ihr die anderen nicht schon eh schon angeguckt habt, die anderen Videos. Ja, und ich würde sagen, wir fangen mit dem 5. Platz an und arbeiten uns immer weiter nach oben. Das bedeutet, die Bücher haben wir nicht alle im letzten Jahr gelesen, sondern in unserer gesamten Zeit in unserem Buchclub. Das ist das Schöne, dass da Bücher dabei sind, die man vielleicht gerade nicht immer die ganze Zeit besprochen hat. Aber ich beginne mit einem Buch. Ich glaube, das kennt jeder mittlerweile. Ich versuche mich auch kurz zu halten. Es musste natürlich mit rein. Aber bei mir ist es nur auf Platz 5 gelandet. Ich glaube, das ist bei anderen. Ich glaube, dieses Buch wird bei allen anderen Mitgliedern aus diesem Buchclub tatsächlich in der Top 5 sein. Ich bin gespannt, ob ich damit richtig liege. Und zwar ist das Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte von T.J. Klune. Schon oft besprochen hier auf BookTube, schon oft umschwärmt und ich finde es zu Recht, weil es einfach ein besonderes Fantasy-Buch ist, das nicht nur Fantasy-Begeisterte in den Bann schlägt, sondern auch andere. Denn es ist nicht High Fantasy oder zu viel Fantastisches enthalten, sondern so eine schöne Prise zum Wohlfühlen. Es ist was zum Nachdenken dabei. Es ist ein bisschen Liebesgeschichte dabei. Ein bisschen Witz, ein bisschen Humor. Vieles dabei, was es zu einem Wohlfühlbuch macht. Und zwar geht es um Linus Baker und er ist in einer Sonderabteilung des Jugendamtes. Er muss immer die Heime begutachten, ob da alles mit rechten Dingen zugeht und alles nach den Regeln vorschriftsmäßig vorgeht, um die Jugendlichen und Kinder zu schützen. Und irgendwann bekommt er einen Sonderauftrag. Er soll nämlich das Heim von Mr. Parnassus begutachten. Er soll da tatsächlich auch 3 Wochen Zeit verbringen, um wirklich genau hinzuschauen. Denn Mr. Parnassus ist ein bisschen unkonventioneller und auch die Kinder, die dort betreut werden, sind sehr besonders, denn sie haben magische Fähigkeiten bzw. sind magische Wesen, ob das der Sohn des Teufels ist oder ob das ein kleiner Drache ist, der Knöpfe sammelt oder ob das ein Gartenzwergen mit Bart ist oder noch viele andere mehr. Die sind einfach zauberhaft und Linus Baker ist Beamter durch und durch. Es muss alles nach Regeln und Vorschrift gehen, aber er kommt da schnell an seine Grenzen, denn wie gesagt, Mr. Parnassus ist unkonventionell und bunt und schrill und extrovertiert und Linus Baker versucht zwar diese Grenze aufrecht zu erhalten und sachlich zu bleiben, aber so langsam wird er ja von den Bewohnern dieser kleinen Insel dort in den Bann geschlagen und taut auch so ein bisschen auf und das ist herrlich mitzuerleben. Ja, Platz 5 meiner Top 5 aus den All You Can Read Buchclub Büchern. Und dann kommen wir zu Platz 4. Entscheide ich mich da schnell nochmal um. Ich entscheide mich tatsächlich nochmal um. Auch das Buch habe ich in dem letzten Jahr doch ein bisschen öfter besprochen. Und dann kommen wir aber zu Büchern, die nicht aus dem letzten Jahr sind.
Odins Kind von Siri Pettersen ist der erste Band der Rabenringe-Trilogie. Und den ersten Band haben wir noch zusammengelesen und die anderen beiden Teile habe ich dann alleine weitergelesen. Hier bin ich mir sicher, dass das nicht bei allen in der Top 5 sein wird. Für mich war es jetzt auch kein mega Top-Highlight, aber eben die gesamte Reihe, besonders Band 3 nachher, hat mir die Reihe nochmal so ans Herz gelegt und aufgewertet, dass es insgesamt für mich einfach eine wirkliche Highlight-Reihe geworden ist. In Odins Kind geht es um Hirka und Hirka ist im Imsland und dort leben die Imlinge. Diese haben einen Schwanz und sie haben auch besondere Magie, die sie wirken kann. Beides hat Hirka nicht. Sie dachte immer, dass sie das vielleicht nicht kann und dass ihr der Schwanz bei einem Unfall abhanden gekommen ist, aber sie muss irgendwann herausfinden, dass sie ein Odinskind ist, ein Mensch und dass sie eventuell sogar ein Fluch mit sich trägt, wo alle vor Angst haben und sie dann irgendwann gejagt wird. Ja, und sie muss sich dann so ein bisschen durchkämpfen. Es gibt ein Ritual, wo alle Imlinge in die Gesellschaft eingeführt werden, wenn sie 15 werden und dort ihre Magie eben weben sollen. Und das kann Hirka eben nicht. Und jetzt soll sie eben zeigen oder muss sie zeigen, dass sie alleine dadurch kommt. Denn sie weiß gar nicht mehr genau, wo sie hingehört. Zu den Menschen. Sie kennt keine Menschen. Im Imsland leben keine Menschen. Sie kennt nur sich selbst. Und zu den Imlängen gehört sie auch nicht mehr. Denn sie hat ja erfahren, dass sie ein Odinskind ist. Ja, das Ganze ist eine High-Fantasy-Welt. Es ist so ein bisschen Game of Thrones, ein bisschen Vikings, aber trotzdem was ganz Eigenes. Und der große Pluspunkt ist hier Hirka selbst als Protagonistin, die wirklich schwer hat und auch viele emotionale Schwächen, aber sie ist trotzdem so stark und so selbstironisch und das macht einfach Spaß mit zu erleben. Band 2 hat ein bisschen geschwächelt, aber Band 3 fand ich dann wieder grandios und da weitet sich das Universum in dieser Welt auf jeden Fall auch nochmal aus. Und ja, mal gucken, ich habe auf jeden Fall Lust von Siri Pettersen noch mehr zu lesen, besonders auch ihre neue Reihe, die nicht in dieser Welt, glaube ich, spielt, aber auch wieder so ähnlich aufgemacht ist. Diesmal nicht in diesen hellgrau-weiß, sondern, glaube ich, in diesem Schwarz, aber trotzdem in Schwarz gehalten, aber trotzdem in dieser Optik. Ja, ich warte aber erstmal, bis die gesamte Reihe draußen ist, bevor ich damit beginne. So, und dann kommen wir zu Platz 3. Und Platz 3 ist ein zweiter Band. Und zwar ist das Erebos 2 von Ursula Poznanski. Den ersten Band habe ich vor Jahren gelesen. Ich weiß, dass Erebos, glaube ich, das erste Buch in dem All You Can Read Buchclub war, was gemeinsam gelesen wurde. Da war ich allerdings noch nicht in der Gruppe dabei. Und wie gesagt, ich hatte das Buch ja auch schon gelesen, aber als dann der zweite Band rauskam, stand auf jeden Fall auch für diese Gruppe fest, dass der zweite natürlich auch dort gelesen werden sollte. Und ich fand auch die Aufmachung so cool. Ich habe mir auch extra den ersten Band nochmal in dieser Ausgabe hier gekauft, damit das zueinander passt. Und ja, ich mag ja Gelb auch total gerne. Normalerweise finde ich es nicht, muss ich es nicht unbedingt haben, dass nach 10 Jahren doch nochmal irgendwie ein zweiter Band auftaucht zu einem Buch, was eigentlich abgeschlossen war. Aber hier hat es Sinn gemacht und hier hat es auch Spaß gemacht. Denn im ersten Band geht es um ein Computerspiel, was die Runde macht in der Schule und scheinbar süchtig macht. Und man darf aber nicht auch richtig so drüber reden, aber das Spiel macht Spaß, aber es gibt dir auch Aufträge, die du erst im Spiel und dann aber auch in der Realität ausführen sollst und irgendwann fängt es an, so ein bisschen gruselig zu werden. Es weiß Dinge über dich und es weiß auch Dinge über andere. Es kann dir Wünsche erfüllen, es kann dich aber auch bedrohen und irgendwann verlangt es immer krassere Aufträge erfüllt zu bekommen und ja, dann wird es immer gefährlicher. Und ja, es spielt eben so ein bisschen mit so Fantasy-Rollenspielen, aber auch, also Computer
Fantasy-Rollenspielen. Und das alleine hat schon Spaß gemacht, aber spielt natürlich auch so ein bisschen mit dem Fortschritt und mit der Technik und so weiter. Und im zweiten Band, der 10 Jahre später spielt und eben auch 10 Jahre später erschienen ist, hat es natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, denn auf einmal taucht das Spiel wieder auf, aber als App. Als App auf dem Smartphone und wir treffen unseren Protagonisten aus dem ersten Band wieder, der natürlich jetzt auch 10 Jahre älter ist. Wir haben aber auch noch einen neuen Protagonisten, der eben mit diesem Spiel noch gar nicht in Berührung gekommen ist. Und ja, das fand ich ziemlich cool, kommt natürlich nicht an Band 1 ran. Trotzdem finde ich es nicht wie so oft irgendwie bei Fortsetzungen, dass die Fortsetzung irgendwie überflüssig ist oder nicht hätte sein gemusst. Bei dem hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht, hier auch wieder in dieses Game mit einzutauchen. Und ja, ich habe mir zwischendurch in Band 1, besonders in Band 1, aber auch in Band 2 gewünscht, dass ich dieses Spiel auch hätte und darin versinken kann. Ja, so, es wird immer besser. Wir kommen zu Platz 2 und das war für mich ein großes Highlight aus 2019, 2020. Ich glaube 2020. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ist es Die 7 Tode der Evelyn Hardcastle von Stuart Turton. Ich mag das Cover sehr, aber dieser Aufkleber, grauenvoll, den kriege ich da nicht ab, weil es ist ein sehr empfindliches Material und der Sticker ist bombenfest drauf. Ich wollte es immer schon mal föhnen, aber das ist halt eine langwierige Geschichte und ja, muss man ja erstmal Lust zu haben, den Föhn rauszukramen und da rumzupulen. Ich habe halt auch einfach Angst, das Buch zu beschädigen. Aber egal. Dieses Buch haben wir nicht alle gelesen. Ich glaube, da fehlten zwei aus der Gruppe. Aber die, die es gelesen haben, die waren, glaube ich, auch ziemlich begeistert. Auch wenn es eine Achterbahnfahrt war, weil es sehr komplex ist. Es ist hier eine Krimi-Geschichte, aber vermixt mit einem fantastischen Element. Und zwar wacht unser Protagonist hier auf in der Nähe eines Herrenhauses und in diesem Herrenhaus soll ein Maskenball stattfinden und auf diesem Maskenball wird ein Mord passieren und ihm wird gesagt, er muss herausfinden, wer der Mörder ist. Er hat mehrere Tage Zeit, das herauszufinden und er weiß gar nicht, wer er selbst eigentlich ist. Er wacht in einen Körper auf und er weiß, das ist nicht sein Körper. Er weiß aber auch nicht genau, wer er eigentlich ist und was sein wirklicher Körper ist. Und immer wenn er einschläft und wieder aufwacht, dann wacht er in einem anderen Körper, einer anderen Person auf und kann mit deren Fähigkeiten und mit deren Gedanken wieder andere Dinge klären. Und es überschneidet sich, also er trifft manchmal auf sich selbst und er merkt, dass auch andere Mitspieler einen ähnlichen Auftrag bekommen haben. Und es gibt auch eine seltsame Figur mit einer, ja, so einer Pestmaske auf, die sehr unheimlich zu sein scheint. Und ja, das Ganze hat eben so ein bisschen was von und täglich grüßt das Murmeltier, aber halt auch von einem klassischen Krimi. Und es gibt innen drin auch so eine coole Karte, wo das ganze Haus abgezeichnet ist mit den verschiedenen Räumen und wer wo wohnt, wer wo untergebracht ist. Und ja, wie gesagt, das Ganze ist sehr komplex, aber wahnsinnig, was der Autor hier komponiert hat. Und zum Schluss hat es alles Sinn gemacht. Er hat die Fäden alle in der Hand behalten und es wurde auch alles aufgeklärt. Und Wahnsinn. Also ich glaube, daran hat er auch ziemlich lange gesessen, das alles zu konstruieren. Und die Auflösung fand ich auch ziemlich cool. Ich freue mich auf sein zweites Buch, was bei mir schon auf dem Sub liegt und hoffe, dass das auch wieder so genial konstruiert und komplex ist, aber trotzdem spannend und Spaß macht und ja auch wieder so einen kleinen fantastischen Kniff mit drin hat. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz 1, Trommelwirbel. Aber ich glaube, dass überrascht auch eigentlich keinen. Und zwar ist es das Labyrinth des Fauns von Cornelia Funke bzw. von Guillermo del Toro. Denn das Buch basiert auf dem Film von Guillermo del Toro. Und diese hat Cornelia Funke gefragt, ob sie nicht dazu ein Buch schreiben wollen würde, weil es wohl auch ihr Lieblingsfilm ist. Und das hat sie getan. Sie ist da sehr nah am Film geblieben, hat aber zwischendrin so kleine Anekdoten hinzugefügt zu bestimmten Gegenständen oder zu bestimmten Nebenfiguren oder zu bestimmten Nebenhandlungen, einfach so ein bisschen ihre Fantasie noch freien Lauf gelassen.
um das Ganze noch auszuschmücken. Aber ansonsten, für alle Fans von dem Film, kann ich sagen, dass es wirklich sehr nah dran ist und ich trotzdem beides sehr empfehlen kann. Es ist ein düsteres, brutales, gruseliges Horrormärchen, trotzdem mit Cornelia Funkes Schreibweise sehr märchenhaft, bildhaft geschrieben, poetisch und ach, ich liebe einfach Cornelia Funkes Schreibweise. Und ja, demgegenüber steht aber wirklich ein sehr, sehr düsteres Setting. Wir befinden uns hier nämlich zu Zeiten des Spanischen Bürgerkrieges und wir treffen auch auf ein kleines Mädchen namens Ophelia, die mit ihrer schwangeren Mutter unterwegs ist zu ihrem künftigen Stiefvater. Und der ist, ja, ich glaube, Soldat, beziehungsweise er jagt die Rebellen in dem Bürgerkrieg und ist da sehr grausam. Ihre Mutter scheint das nicht so richtig zu merken, aber Ophelia umso mehr. Sie ist sehr einsam, aber versucht natürlich ihrer Mutter beizustehen und dann später auch noch ihrem Geschwisterchen. Und das Ganze ist sehr trostlos und düster und irgendwann begegnet sie einem Faun und der eröffnet ihr, dass sie eigentlich eine Prinzessin ist aus der Unterwelt und dass sie irgendwann mal entkommen ist, beziehungsweise irgendwann mal nach oben gegangen ist und dadurch ja, ihr Gedächtnis verloren hat. Und um zu zeigen, ob sie tatsächlich diese Prinzessin ist, muss sie drei Aufgaben bestehen und die haben es wirklich in sich. Also da gibt es einige gruselige Monster, wo sie sich durchschlagen muss. Man weiß gar nicht genau, was grausiger ist, die Realität oder diese Aufgaben, diese fantastischen, albtraumhaften Aufgaben, die sie bestehen muss. Ja, es ist grausig, aber trotzdem hat es was sehr Emotionales und sehr, ja, Ophelia ist einfach eine Protagonistin, die man sehr ins Herz schließt. Man vergießt Tränen dabei, im Film sowie im Buch. Im Buch ist es natürlich schön, dass man die Gedanken der Figuren hat und Cornelias Schreibweise, Cornelia Funkes Schreibweise. Und im Film hat man natürlich diese unglaublich tollen Bilder und den Soundtrack, den ich sehr empfehlen kann, sich mal anzuhören, beziehungsweise wenn man den Film schaut, dann hört man das ja eh. Ja, ein wirklich tolles Buch. Außerdem wunderschön aufgemacht und auch illustriert. Auch unter dem Schutzumschlag ist es einfach rundum wunderschön. Ich habe da auch das Hörbuch zugehört und auch das finde ich sehr besonders gemacht, weil da ein bisschen Musik drunter gelegt wurde und auch die Stimmen so ein bisschen, wenn jemand, also wenn wörtliche Rede war, dann man sie so ein bisschen geändert hat. Das war sehr atmosphärisch. Ein paar Geräusche drunter gelegt, hatte so ein bisschen was von Hörspiel, war aber ungekürztes Hörbuch. Ja, das ist meine Nummer 1, ungeschlagen. Und ich freue mich darauf, das irgendwann nochmal zu lesen. Es gab natürlich auch noch andere tolle Bücher. Und mir sind halt auch noch zwei Bücher eingefallen, die in so eine Sparte fallen, die ich eh immer sehr gerne mit den Mädels lese. Und zwar geht es da immer so in Richtung Krimi oder Thriller, wo man so schön miträtseln kann und Theorien aufstellen kann. Und da ist mir zum Beispiel Die Falle von Melanie Rabe eingefallen, aber auch Das Haus am Rande der Klippen von Lucy Clark. Beide fand ich wirklich gut, aber waren jetzt keine Mega-Highlights. Trotzdem ist halt einfach ja, dieses Miträtseln mit den Mädels einfach ein Highlight gewesen. Deswegen dachte ich, werde ich die hier auch nochmal erwähnen. Ja, also einige tolle Bücher sind dabei gewesen und selbst wenn wir uns die Bücher nicht so gut gefallen, macht es einfach Spaß, sich mit den Mädels auszutauschen. Und ich freue mich jetzt wirklich, die Videos der anderen zu schauen, mich überraschen zu lassen, was bei denen in der Top 5 ist oder auch meine Vermutungen bestätigt zu sehen. Jetzt möchte ich natürlich gerne wissen, was ihr zu den Büchern sagt, ob ihr vielleicht auch in einem Buchclub seid, ob ihr auch einen Lesebuddy habt, mit dem ihr immer wieder zusammen lest. Es ist schön, wenn das nicht in Stress ausartet und wir machen es jetzt auch, drücken auch so ein bisschen auf die Bremse gerade und lesen tatsächlich nicht jeden Monat ein Buch zusammen, sondern mal hin und wieder eine kleine Pause zwischendurch und das gefällt mir sehr gut, aber wir haben auch schon ein Buch für März und da bin ich schon sehr gespannt. Das wird, glaube ich, sehr besonders. So, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.